Oh, ich bin ja schon live. Hello, hello, hello. Einen wunderschönen guten Morgen. Calimera wünsche ich dir. Ich dachte, ich nehme dich heute mal mit hier an den Strand und schicke dir mal ein paar sonnig warme Grüße hier mit Palmen von meinem Morgenspaziergang bzw. von einem meiner Morgenrituale, um fit in den Tag zu starten. Ich bin morgens ja immer so an verschiedenen Bereichen unterwegs. Heute hier ist es so der Touristenstrand, wobei jetzt gerade natürlich ja in erster Linie Einheimische hier sind. Sehr viele hüpfen auch ins Wasser, aber dazu gehöre ich noch nicht, um die Jahreszeit hier ins Wasser zu hüpfen. Also da bin ich doch zu sehr, ich sag mal, die Warmduscherin, die Warmbaderin, so mit den Füßen, ja, aber mehr noch nicht. Das ist aber nicht der Grund, warum ich jetzt hier so den Impuls habe, live zu gehen, sondern ich werde immer mal wieder gefragt, woher nimmst du die Disziplin, wirklich weiterzugehen, da anzukommen, wo du hin möchtest, deine Ziele zu erreichen, wie geht das? Und da kann ich dir nur eins sagen, diszipliniert, lass uns mal offen miteinander sprechen, diszipliniert ist jeder von uns, bist auch du. Du machst nur bis eben diszipliniert Dinge zum größeren Teil des Tages, die dich nicht dahin bringen, wo du hin möchtest. Was meine ich damit? Ich bringe dir ein Beispiel aus meinem früheren Leben, als ich noch genauso wie du am Arbeitsplatz gehockt habe und von einem freien Leben geträumt habe. Also Dinge gemacht habe, die nicht wirklich meinem Herzen, meinem Seelenplan, meiner Mission, meinem Seelenberuf entsprochen haben. Ich habe jede freie Minute, sprich auch meine Mittagspause, damit verbracht, meinen Kopf auf Spur zu bringen, in die Richtung, mich also mit meinen Zielen zu verbinden, mit gewissen Techniken, das kannst du ja alles von mir lernen, wie das genau geht. Wenn du dich für ein Mentoring entscheidest, wenn du dich für eine Begleitung entscheidest, stimmen wir ja das auch alles auf deinen Tagesablauf ab, um mich mit meinen Zielen zu verbinden. Das habe ich in der Mittagspause gemacht. Ich habe meine Kollegen gemocht, so ist es nicht, aber diese wertvolle Zeit der Mittagspause zu verbringen, Beispiel in meinem Falle, in der Kantine, wo ich dann auch noch Kantine hatte bei uns leckeres Essen, so ist es nicht. Aber rein von der Energie her, nicht gerade die Energie im Hinblick aufs Essen zu mir nehme, was mein Körper wirklich braucht, und dann auch noch in die Gesprächsenergien eintauchen, die mich überhaupt nicht dahin bringen, wo ich hin möchte. Das war für mich ein No-Go. War ich da so ein bisschen der... Jetzt war mal kurz die Verbindung weg. War ich da so ein bisschen der Alien, der Außenseiter? Ja, natürlich. Nur das Ding ist, ich habe für mich die Entscheidung getroffen, so wie ich bislang lebe, mich unglücklich am Arbeitsplatz zu fühlen, zu denken, das ist nicht mehr mein Ding. Zwar dankbar zu sein für den Arbeitsplatz, dankbar zu sein für das Geld, das da auch jeden Monat reinkommt, aber auch zu wissen, dass mit dem, was jeden Monat reinkommt, ich sicherlich nicht finanziell frei werde. Also an meinen Finanzen wollte ich eben auch was ändern. Ich wollte mir keine Gedanken mehr um Geld machen und ich wollte auch selbst bestimmen, wie viel mehr Geld ich wirklich jeden Monat, jeden Tag, jede Woche auf mein Konto fließen lasse, sodass ich mir um Geld keine Gedanken mehr machen muss. Und vor allem, oh hallo Julia, schön dich zu sehen. Und vor allem auch, natürlich ein sicheres Einkommen haben, deshalb bin ich ja auch mal im öffentlichen Dienst, aber dass sicher jeden Monat ein Vielfaches mehr von dem reinkommt,
was ich einfach im öffentlichen Dienst verdient habe. Und wenn wir ehrlich sind, das sind Dinge, die können wir im Angestelltenverhältnis einfach nie generieren. Das sind einfach irgendwann Grenzen gesetzt. So, mit anderen Worten, ich habe einfach mit einer Disziplin Dinge anders gemacht als alle anderen. Oder die meisten anderen. Und diejenigen, die mit der Disziplin mit der Masse mitschwimmen, die sind natürlich heute noch unglücklich an ihrem Arbeitsplatz oder geben sich zufrieden mit dem, was einfach ist. Und das hat ganz viel, auch Stichwort Selbstliebe, damit zu tun, wenn du dich neu entscheiden möchtest für dich, für dein Leben, für deine Liebsten, die du gerne mit im Boot hättest. Das hat ganz viel damit zu tun, mit Grenzen zu setzen, mit Selbstwert, mit Selbstliebe, mit Selbstachtung. Dass du dich mal fragst, das, was ich jetzt gerade mache, setze ich da wirklich Grenzen oder lasse ich Dinge in mein Bewusstsein, in mein Energiefeld, um es mal so auszudrücken, also in mein Leben, pauschal, damit wir von der Esoterik jetzt hier wegkommen, die mich dahin bringen, wo ich hin möchte? Nein. Wenn Nein kommt, habe ich mich immer gefragt, okay, wie kann ich es ändern? Dann lasse ich es einfach. So, wie kann ich jetzt, als ich noch im Angestelltenverhältnis war, bevor ich dann nach 30 Jahren freiwillig da raus bin und die Kündigung eingereicht hatte, habe ich mich einfach gefragt, wie geht's? Wie kann ich jetzt beides mal noch für eine Weile miteinander kombinieren? Und da gehörte einfach das dazu, dass ich einfach auch in der Mittagspause in jeder freien Minute, die ich hatte, Zeit mit mir verbracht habe, mich mit meinen Zielen verbunden habe, mit gewissen Techniken. Und ja, das waren dann letzten Endes natürlich auch die Resultate, die Entscheidung treffen zu können, zu kündigen, ein sicheres Einkommen, also mein Vielfaches höher ist, was ich mir vorher nie hätte träumen können. So wirklich. Mein Ziel war einfach nur, einfach Geld zur Verfügung zu haben. Wir sind ja demnächst für eine Weile auch in Dubai zum Beispiel. Und wenn man da einfach einen Puls bekommt, da möchte man hin. Dass man einfach guckt, man geht Flüge und dann bucht man einfach. Und mein Liebes, auch für dich ist viel, viel mehr möglich, als du bis eben für möglich hältst. So, jetzt war die Verbindung wieder weg. Ich war dabei, dir noch so den Tipp zu geben, nicht nur, dass ich dir aus ganzem Herzen empfehlen kann, dir eine Begleitung zu holen, damit auch die Themen, und das habe ich bis heute, Menschen an meiner Seite, die den entscheidenden Schritt weiter sind als ich. Das sind natürlich jetzt andere Mentoren, als die ich noch vor ein paar Jahren hatte oder die ich vor 10 Jahren hatte oder vor 18, 19 Jahren, als ich gestartet bin. Ich habe immer in mich investiert in der Richtung, auch wenn es viele Monate gab, wo ich am liebsten am 5. schon wieder den 1. gehabt hätte, weil der Monat viel länger gedauert hätte als das Geld. Du darfst einfach mal schauen und dann ist es dein freier Wille, deshalb haben wir einen freien Willen, die Entscheidung treffen. Das, was ich jetzt gerade mache, die Gespräche, die ich gerade führe, die Menschen, die mich gerade umgeben, geht das konform mit dem, wo du hin möchtest? In das freie Leben, wo du eigentlich hin möchtest, von dem du träumst. Vielleicht auch dich irgendwo im Warmen aufzuhalten oder frei auf der Welt unterwegs zu sein oder einfach deinen Tag überhaupt frei bestimmen zu können, wie viel Geldenergie auf dein Konto jeden Monat, jede Woche, jeden Tag fließt. Weil das kann ich dir sagen aus meinem eigenen früheren Leben. Das hat mir oftmals ganz schön viel Energie geraubt. Finanziell auch zu gucken, wie komme ich über die Runden. Das war ich sowas von leid. Und mit der Disziplin, mit der ich mich dann damals unbewusst, als ich noch nicht besser wusste, wie es geht, damit beschäftigt hatte, wie kommt Geld rein, wie kommen wir über die Runden? Mit der Disziplin habe ich irgendwann angefangen, mich mit meinen Zielen
zu verbinden, wie ich es wirklich haben will. Das ist natürlich wichtig, dass du weißt, wie genau willst du es wirklich haben. Und dann, ich kann dir nur eins sagen, dann im universellen Feld ist alles für dich vorbereitet. Du darfst dich dafür entscheiden. Für dich, für die Liebe zu dir selbst, für die Achtung zu dir selbst, für dein selbstbewusstes Sein, für dein Selbstwert aufhören, dass andere bestimmen, was du wert bist im Hinblick auf die Geldenergie, die zu dir fließt und. Du merkst schon, worauf es hinausgeht. Es geht immer darum, eine Entscheidung zu treffen, radikal ehrlich mit sich selbst zu sein und dann go. Und du weißt ja, wie du mich erreichst und lass uns gemeinsam durchstarten in dein freies Leben, damit du vielleicht auch mal hier, wenn Zypern dein Ziel ist, hier eine Residenz hast oder wo auch immer, was auch immer deine Ziele sind. Das machen wir ja dann gemeinsam. Nur entscheiden, das darfst du dich in diesem Sinne. Ciao, ciao. Klick auf den Link. Irgendwo findest du den Link. Irmgard-bronda.de/